Frauenfußball, Bundesliga, Abstiegskampf, LUV gegen Altenmarkt. Dieses Spiel musste neu ausgetragen werden. Ja, die Formulierung war im Grunde genommen eine klare. Das Spiel hätte noch circa 17, 18 Minuten dauern müssen. Die Schiedsrichterin hat aufgrund des Unwetters das Spiel abbrechen müssen und die Entscheidung hätte meiner Meinung nach gar nicht anders gefallen können. Altenmarkt in Weiß und LUV in Grün. Verwundert war man allerdings über die Besetzung des Schiedsrichterteams. Die gleiche Besetzung wie beim abgebrochenen Erstspiel. Und mit vollem Elan ging es zur Sache. LUV braucht jeden Punkt, um den Klassenerhalt zu sichern. Altenmarkt hat in ihren Reihen einige slowakische Nationalspielerinnen. Also Kampf ist angesagt. Und man merkt es, die LUV-Damen haben wenig Respekt vor den Spielerinnen aus Niederösterreich. Und sie läuft und läuft, die Nummer 10, Tanja Altenbacher. Sie ist fleißig wie eine Biene, aber wann sticht sie endlich? Hin und her und her und hin und ab und auf und auf und ab. Drama. Minute 11. Elfmeter gegen LUV. Keine Chance für die sonst so gute Torfrau Sarah Grossmann. Aber bei dem einen Übel sollte es nicht bleiben. 25. Minute. Wieder Angriff von Altenmarkt und wieder spielt die internationale Erfahrung mit. 0:2 LUV gegen Altenmarkt. Und eines fällt auf. Die häufigen Verletzungen bei den jungen Spielerinnen. Die Moral muss in der Richtung gesteuert sein, dass die Fairness eigentlich über allem zu stellen ist. Es muss bei jedem Training, bei jedem Spiel, kann die Devise nicht heißen, Sieg über alles. Mit letzter Konsequenz, sondern die Fairness ist einfach das Wichtigste im Sport. So, und jetzt hängt es vom Ergebnis des Parallelspiels ab, wie es derzeit um LUV aussieht. Südburgenland gegen Carinthian Soccers. Südburgenland hat gewonnen mit 3:0. Damit bleibt LUV um einen Punkt vor Kärnten und ist Vorletzter. Wir haben heute verloren, wir haben noch zwei Chancen. Das eine ist am Sonntag gegen Wacker Innsbruck und eine Woche später gegen Sturm. Die Chance lebt auf alle Fälle noch. Kärnten hat sicher die etwas schwerere Aufgabe nächste Woche gegen Sturm zu Hause und im letzten Spiel gegen wahrscheinlichen Meister Neulenkbach. Und jetzt heißt es, Können und Motivation zu bündeln. Dazu soll auch eine Spielerin, die in den USA tätig war, helfen. Wir haben ein Semester von Jänner bis Mai und ein Semester von August bis Dezember. Und zwischen den Semestern müssen wir einen Verein finden, über den Sommer zu spielen. Da ich ja hier zu Hause bin, spiele ich ja für Luft.